Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich eröffne unsere heutige Plenarsitzung und darf Sie dazu sehr herzlich willkommen heißen. Es ist die letzte reguläre Plenarsitzung in der laufenden Legislaturperiode. Es ist die insgesamt 64. Sitzung dieser Legislaturperiode. Ich glaube, wir sind alle ganz froh, dass wir aufgrund der geltenden Corona-Bestimmungen in unserer letzten Sitzung der laufenden Legislatur wieder im angestammten Plenarsaal tagen können. Ich habe im Einvernehmen mit dem erweiterten Präsidium den Landtag für heute 9 Uhr einberufen und die Ihnen vorliegende Tagesordnung festgesetzt. Herr Ministerpräsident Tobias Hans ist wegen einer Erkrankung für heute entschuldigt. Frau Ministerin Monika Bachmann muss wegen eines dringenden dienstlichen Termins die Sitzung gegen 12 Uhr verlassen. Auch Herr Minister Klaus Bouillon ist für die heutige Plenarsitzung entschuldigt. Die Mitglieder des erweiterten Präsidiums haben sich im Hinblick auf die Redezeit zur Aussprache auf Folgendes verständigt. Wir werden die Tagesordnungspunkte 1 und 2, das ist das Thema Ukraine-Krieg und Enquete-Kommission Digitalisierung, in jeweils einem ganzen Redezeitmodul beraten. Die Tagesordnungspunkte 6 und 12 werden jeweils in einem Drittel Redezeitmodul beraten. Der Tagesordnungspunkt 13 wird in einem halben Redezeitmodul beraten. Die übrigen Tagesordnungspunkte, die finden ohne Aussprache statt. Die Fraktionen haben sich darauf verständigt, das Gesetz zur Änderung der Landesbauordnung und weiterer Rechtsvorschriften, das ist die Drucksache 16-1881, abschließend in zweiter Lesung heute zu beraten. Wer dafür ist, dass die Drucksache 16-1881 als Top 15 in die Tagesordnung aufgenommen wird und dass wir sie nach Top 5 beraten, der möge bitte eine Hand erheben. Wer enthält sich der Stimme? Wer stimmt dagegen? Ich stelle fest, dass die Drucksache 16-1881 als Top 15 in die Tagesordnung aufgenommen ist und nach Top 5 beraten wird. Die Fraktionen haben dazu mitgeteilt, dass sie zu diesem Tagesordnungspunkt keine Aussprache wünschen. Die AfD-Landtagsfraktion hat zu dem Antrag der Koalitionsfraktionen zum Thema Solidarität mit der Ukraine einen korrespondierenden Antrag zum Thema Solidarität mit Flüchtlingen aus der Ukraine eingebracht. Das ist die Drucksache 16-1939. Wer dafür ist, dass wir diesen Antrag als Punkt 16 in die Tagesordnung aufnehmen, den bitte ich, eine Hand zu erheben. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Dann stelle ich fest, dass der Antrag als Punkt 16 in die Tagesordnung aufgenommen ist. Wir beraten ihn dann gemeinsam mit dem Tagesordnungspunkt 1. Erhebt sich von Ihrer Seite insgesamt Widerspruch gegen die jetzt so vorgeschlagene Strukturierung dieser Sitzung? Das ist nicht der Fall. Dann verfahren wir so.